Karl-Heinz Wolff hat die Wohnung der Bundestagsabgeordneten Katharina Strauf als Bordell genutzt. Hat Katharina Strauf davon gewusst und hat sie sogar selber als Prostituierte gearbeitet? Wird das Gericht die Wahrheit ans Licht bringen? Bitte erheben Sie sich. Richter Alexander Holt. So, bitte nehmen Sie Platz. Herr Wolff, wir verhandeln heute Ihre Strafsache wegen versuchter Erpressung und Hausfriedensbruch. Anklage wird vertreten durch Herrn Staatsanwalt Lukas, Ihr Verteidiger ist Herr Rechtsanwalt Lenzen. Nehmen Sie bitte in der Mitte Platz, damit wir uns über Ihr Personal unterhalten können. Darf ich mir das Glas mitnehmen? Nehmen Sie es mit, passen Sie gut darauf auf. Ihr Personalien, Herr Wolff, Sie heißen Karl-Heinz mit Vornamen. Ja. 17. August 1963 in Berlin geboren. Da wohnen Sie auch und sind ledig. Alles richtig. Mhm. Was machen Sie beruflich? Ich bin Industrieschlosser, aber jetzt arbeitslos seit 2 Jahren. Mhm. Wovon leben Sie dann? Naja, von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe inzwischen dann wahrscheinlich. Ja, ja, Arbeitslosenhilfe, ja, ein bisschen als Hausmeister, was ich noch dazu verdiene. Insgesamt, wie viel haben Sie im Monat? Ja, 1.100 Euro habe ich. Mhm. Vorbestraft sind Sie nicht, Herr Staatsanwalt, die Anklage bitte. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten aufgrund ihrer Ermittlungen folgenden Sachverhalt zur Last. Ab einem nicht mehr näher bestimmbaren Zeitpunkt im Oktober 2001 vermietete der Angeklagte stundenweise die über ihm liegende Berliner Wohnung der Bundestagsabgeordneten Katharina Strauf ohne deren Wissen und Wollen regelmäßig an die Prostituierte Tatjana Matsunov. Am 2. November 2001 ließ er Herrn Stör unter dem Hinweis, dass dort eine neue auf ihn warte, in die Wohnung, die durch eine Falltür erreichbar war, in der sich in Wirklichkeit die nichtsahnende Frau Strauf selbst befand. Als dieser auf den fremden Mann traf und er sich ihr näherte, machte der Angeklagte hiervon über eine versteckte Digitalkamera Fotos. Am 6. November 2001 versendete er diese sowie Aufnahmen, die Tatjana mit verschiedenen Freiern zeigten, an Frau Strauf und forderte sie auf, 25.000 Euro zu bezahlen. Ansonsten würden diese Fotos mit dem Hinweis, dass Frau Strauf ihre Wohnung an Prostituierte vermiete und selbst als solche arbeite, bald im Internet erscheinen. Hierauf schaltete Frau Strauf, ohne der Aufforderung nachzukommen, die Polizei ein. Der Angeklagte wird somit eines Hausfriedensbruchs in Tatmehrheit mit einer versuchten Erpressung beschuldigt, strafbar gemäß § 123, 253 Absatz 1 und 3, 22, 23, 53 StGB. Danke, Herr Staatsanwalt. Sie werden sich ja mit Ihrem Herrn Verteidiger besprochen haben, ob Sie Angaben zur Sache machen. Er wird Angaben machen. Ja. Die Vorwürfe haben Sie gehört. Ja. Und? Ja, erstmal will ich dazu sagen, dass ich unschuldig bin. Das ist ja wohl klar. Und was diese Treppe da betrifft, diese Falltür, diese Falltreppe, die habe ich entdeckt, wie ich die Wohnung gestrichen habe, wie ich die Decke gestrichen habe, habe ich diese Falltreppe entdeckt. Und dann habe ich mir gedacht, so als Bürger habe ich gedacht, ich gehe hoch zu der Abgeordneten und teile ihr das mit. Und was hat sie dazu gesagt? Ja, das fand sie ganz nett. Sie hat sich bedankt dafür. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das ist keine Ursache, das wird doch jeder machen. Ist doch Bürgerpflicht, ist okay. Und dann haben Sie ohne Wissen der Geschädigten trotzdem die Wohnung an eine Prostituierte vermietet, richtig? Ja, nein, das ist nicht richtig. Ich habe das war eine Absprache zwischen der Frau Strauf und mir. Also die Frau Strauf, die kam zu mir und hat gesagt, passen Sie auf, ich habe diese Wohnung nur immer ein paar Mal und in der Zeit, wo ich nicht da bin, da können wir doch diese Wohnung vermieten. Und dann hat sie gemeint, ob ich nicht jemand wüsste und am besten werdet eine Prostituierte, weil das bringt eine Menge Geld. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist doch klar, ich kenne das hier Werbe und ich werde da schon jemand auftreiben, dann machen wir halbe-halbe und so und das wird dann schon laufen. Mhm. Also ja. Sie hat davon gewusst. Mhm. Und Sie haben sofort zugestimmt, ja? Ja, klar. Ich meine, ich verdiene 1.100 Euro, ich bitte Sie, ne? Herr Wolff, also, die Vorstellung, dass eine unbescholtene Bundestagsabgeordnete, die am Anfang ihrer Karriere steht, zu Hause ein Bordell aufmacht, die finden Sie nicht ein bisschen sonderbar? Ich finde das natürlich sonderbar, aber ich meine, also die hat mich ja gefragt, ne? Und ich will Ihnen jetzt noch eins sagen. Die Strauf, die arbeitet selber als Prostituierte, müssen dann immer die Fotos angucken, ja? Sagen Sie mal, was erzählen Sie eigentlich für einen Unsinn? Das ist kein Unsinn. Ich bin dran. Ist Ihnen das nicht selbst peinlich? Warum soll mir das denn peinlich sein? Gucken Sie sich doch die Fotos an, da ist doch alles drauf. Brauchen Sie ihn an, das ist doch richtig, richtig stramme Sache, was Sie da betreiben. Also Sie meinen die Fotos, die hier vorliegen? Ja, ja, ich weiß nicht, ob die Sie haben da. Das sind die Fotos, mit denen die Frau Strauf erpresst werden sollte.
die sollte 25.000 Euro dafür bezahlen. Sollst du nicht zufällig an sie überweisen, oder? An mich? Wie komme ich dazu? 25.000 Euro? Also dann wäre ich ja jetzt schon auf Hawaii mit den 25.000 Euro. Ich will Ihnen was sagen, das kann gut sein, dass sie den Erpresserbrief selber geschrieben hat, um davon sich abzulenken. Das machen ja Politiker immer sehr gerne. Mhm. Am 2. November 2001, da kamen Sie allerdings in die Wohnung der Frau Strauf, weil Sie da irgendwas gehört haben aus der Wohnung. Hm? Sie haben die Wohnungstür aufgebrochen. Ja, das ist richtig. Wie kam es dazu? Ja, es war folgendes, ich war da oben im Gang, Moment mal, hab das Licht repariert. Und plötzlich höre ich da vor der Tür, in der Wohnung ein Riesengeschrei und dachte, mein Gott, was ist da mit der Strauf los? Und dann habe ich erstmal gekloppt und dann hat die aber weitergeschrien. Dann habe ich hatte ja meinen Werkzeugkasten dabei. Dann habe ich die Tür aufgebrochen, bin rein. Dann kommt mir der Stör da entgegen, halb nackt mit seinen Klamotten unterm Arm. Und dann stand ich da und dann liegt sie da auf dem Bett. Also halb sein, ne? Hatte fast nichts an. Ja, die hat es ja dicke drauf. Also fand ich ein dolles Ding. Ne? Allerdings 5 Tage jetzt nach diesem Vorfall in der Wohnung hat die Frau Strauf dann einen Erpresserbrief bekommen, der bei ihrem Briefkasten lag, mit den Fotos, auf denen ja eindeutige Darstellungen zu sehen sind, würde ich mal sagen. Ja. Haben Sie eine Ahnung, wo der Erpresserbrief herkommt? Woher soll ich denn das wissen? Herr Wolf. Ich habe doch schon gesagt, wahrscheinlich hat sie den geschrieben. Herr Wolf, stellen Sie doch nicht ganz doof. Auf den Fotos ist jedes Mal die Prostituierte Tatjana Matsunov abgebildet, wie sie mit irgendwelchen Freiern Verkehr hat. Und auf jedem Bild, das sieht man ganz klar, ist eindeutig darauf geachtet worden, dass man immer erkennen kann, in welcher Wohnung das Ganze passiert sein soll. Ja, das also, ist ja nun mal in der Wohnung, das passiert. Wer außer Ihnen, das frage ich Sie, soll denn die Kamera, denn irgendwo mit müssen ja die Fotos gemacht worden sein, dorthin gelegt haben, nur Sie hatten Zugang zu der Wohnung. Ja, was fragen Sie mich? Es könnte natürlich auch sein. Wenn nicht was sein könnte, nee. Antworten Sie mir drauf. Ja, ich war es nicht. Ich will Ihnen nur einen Tipp geben. Vielleicht hat sie die Fotos selber gemacht, um zu sehen, wie das Gewerbe funktioniert. Die Kamera, war ja die Kamera, Herr Wolf, ist eindeutig eine Digitalkamera, die mit Fernbedienung Fotos auslösen kann. Kenne ich mich überhaupt nicht aus damit. Okay, dann denke ich, können wir die Beweisaufnahme eintreten. Die Frau Strauf, bitte. Sie nehmen hier Platz. Zeugin Strauf, bitte. Halt, halt. Moment, meine Herren. Sie hören jetzt auf hier. Ihnen ist bekannt, dass im Sitzungssaal keine Aufnahmen gemacht werden dürfen. Also, was Sie draußen machen, ist mir egal, aber nicht in meinem Sitzungssaal. Vielen Dank. Wenn Sie noch einmal abdrücken, dann nehme ich Ihnen den Film ab. Wenn Sie bitte Platz nehmen. Dankeschön. Frau Strauf, Sie wissen, dass Sie als Zeugin vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Sie könnten auch vereidigt werden. Ja. Ja. Zunächst zu Ihren Personalien. Sie heißen Katharina Strauf, sind 38 Jahre alt, verheiratet. Sie wohnen in Bergisch Gladbach. Ja. Ist der Erstwohnsitz. Ja. Und in Berlin haben Sie eine Abgeordnetenwohnung. So ist es, ja. Ja. Sie sind Bundestagsabgeordnete mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Jawohl. Frau Strauf, wie und wann haben Sie denn gemerkt, dass wenn Sie nicht in Berlin sind, in Ihrer Wohnung irgendwas nicht in Ordnung ist, dass da andere Leute drin sind? Also wissen Sie, ich dachte wirklich, ich würde an Verfolgungswahn leiden. Es waren sehr oft nur Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, aber ich konnte mir keinen Reim drauf machen. Es war zum Beispiel ein Shampoo, ich wusste genau, ich habe noch Shampoo, das war plötzlich aufgebraucht. Im Kühlschrank, ich wusste, ich hatte noch eine Flasche Cremant da drin, der war plötzlich aufgebraucht. Die Nachttischlampe stand auf einmal anders. Mein Bett, das ich immer in einer bestimmten Art und Weise falte, war anders gefaltet. So würde ich das niemals falten. Und manchmal hing ein eigenartiger Duft in der ganzen Wohnung. Nach schwerem Parfum oder einmal sogar nach Sandelholz, Räucherstäbchen. Ich konnte mir das alles nicht erklären. Wussten Sie etwas von der Falltür zwischen Ihrer Wohnung und der Wohnung des Angeklagten? Nein, natürlich nicht. Also völliger Quatsch. Ich hab ihr doch gesagt, da ist eine aber Falltür. Aber Sie frage ich nicht. Ja, aber ich habe ihr doch gesagt, da ist eine Falltür. Und dann hat sie sich noch beschwert, dass sie die Falltür nicht selber gesehen hat. War ja ganz peinlich. Herr Wolf, lassen Sie das doch bitte. Sie wissen, dass der Herr Angeklagte Sie bezichtigt, Sie hätten das angeleiert, die Wohnung an die Frau Matsunov zu vermieten. Ja? Außerdem hat er gesagt, dass Sie, ich halte Ihnen das jetzt einfach mal vor, gelegentlich auch selbst dort Freier empfangen hätten. Das muss ich jetzt nicht wirklich kommentieren, oder? Also es ist nichts dran, oder? Natürlich nicht. Ich bitte Sie, natürlich. Ich habe Sie doch gesehen. Schauen Sie die Fotos an, ist doch alles klar. Frau Strauf, an diesem Abend des 2. November 2001, ja? Ja. Wie war denn das?
Es war so, ich kam in meine Wohnung, ich war abgekämpft, abgearbeitet, können Sie sicherlich verstehen. Und ich wollte ein Bad nehmen. Ich hatte dann, wollte aber noch kurz etwas aus dem Schlafzimmer holen, macht die Badtür auf und dann stand dieser wildfremde Mann vor mir. Er hatte einen nackten Oberkörper, seine Hose hatte er noch an und fing plötzlich an, über mich herzufallen. Ich wusste nicht, wie mir geschieht. Ich hab geschrien und plötzlich hörte ich ein Gepolter. Und wie wenn jemand versuchen würde, meine Wohnungstür aufzubrechen. Und einen Augenblick später stand dann Herr Wolf in der Wohnung. Mhm. Und dann habe ich sie gerettet. Ja, also bitte, wie ging es dann weiter? Er hat dann irgendwie gefragt, was ist hier los? Und dieser Herr Stör, wie ich jetzt inzwischen erfahren habe, der bei mir im Schlafzimmer stand, der sprang also auf und ist rausgerannt. Und der Herr Wolf ist ihm hinterher oder nicht? Nein, der ist ihm nicht hinterher. Nicht hinterher. Mhm. Herr Wolf, warum eigentlich nicht? Ja, warum nicht? Ich bitte Sie. Ich komme da rein in die Wohnung, da liegt sie auf dem Bett und heult. Aber wie ein Schlosshund. Die war ja völlig fertig, die Frau. Warum heult sie eigentlich, wenn sie, wie Sie sagen, öfter als Prostituierte tätig ist? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht, weil es das erste Mal war. Vielleicht, weil er so heftig war. Ich kann das nicht beantworten. Aber ich Herr Wolf, hören Sie doch bitte auf. Es ist doch alles einfach nur lächerlich. Verstehen Sie doch einfach. Ich verstehe ja, dass Ihre Karriere da irgendwie gefährdet ist. Ich möchte einfach dazu jetzt noch sagen, mir ist aufgefallen, dass Herr Wolf noch, bevor er meine Wohnung wieder verlassen hat, an meinem Bücherregal war. Er hat irgendeinen Gegenstand genommen, aber ich war so verwirrt, ich konnte also gar nicht darauf reagieren. Das soll die Kamera weggenommen, ist das richtig? Wie bitte? Langsam, langsam. Was soll denn das für ein Gegenstand gewesen sein? Es scheint sich ja wohl um die Digitalkamera gehandelt zu haben. Das haben Sie aber nicht gesehen. Sie waren ja viel zu verwirrt. Ich habe gesehen, wie Herr Wolf einen Gegenstand aus dem Bücherregal in meinem Schlafzimmer eingesteckt hat. Aber Sie können nicht sagen, dass es eine Kamera war. Aber Herr Wolf kann es vielleicht sagen. Herr Wolf, war das die Kamera, die Sie da mitgenommen haben? Ich habe überhaupt nichts mitgenommen. Ich habe noch nicht mal gesehen, dass da ein Bücherregal steht. Passt auf. Sie haben dann fünf Tage in der eigenen Tasche. Ja, ist gut, Herr Wolf. Wenige Tage später kam dann bei Ihnen ein Brief an. Wie ging es dann weiter? Ich habe dann fünf Tage später einen Erpresserbrief erhalten. Denn wenn Sie gerade mal einen Moment innehalten, dann kommt er hier zur Verlesung und wird in Augenschein genommen. An die Abgeordnete Hure, diese Fotos werden veröffentlicht, wenn du nicht 25.000 Euro rüberwachsen lässt. Bankverbindung folgt, keine Polizei, ein Wähler. Und Sie haben dann Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Ja. Ja. Noch Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Ich habe keine Fragen. Keine, Herr Verteidiger, auch keine weiteren Fragen. Herr Seelhoff, bitte den Herrn Stör als Nächstes. Die Zeugin bleibt als Geschädigte 61.2. Zeuge Stör, bitte. Wenn Sie bitte noch da bleiben und da hinten Platz nehmen. Herr Stör, wenn Sie bitte auch hier Platz nehmen. Sie wissen, als Zeuge vor Gericht müssen Sie die Wahrheit sagen. Sie können auch vereidigt werden. Ja? Ja. Zunächst Ihr Personalien. Thomas Stör, 33 Jahre alt. Sie wohnen in Berlin, da sind Sie auch geboren. Vom Beruf sind Sie Pressereferent einer Softwarefirma hier in Berlin und mit dem Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert. Das ist alles richtig. Soweit richtig. Was ist denn jetzt wirklich passiert in der Wohnung der Frau Strauf am 2. November? Na, die ganze Sache ist mir natürlich unheimlich peinlich. Vor allem vor meiner Frau und vor meiner Familie. Bin also in die Wohnung reingegangen und wollte auch gleich zur Sache kommen. Aber die Frau hat sofort angefangen zu schreien. Und ich wusste ja nicht, was ich machen sollte, war vollkommen in Panik. Und ja, auf einmal hörte ich Lärm, die Tür wurde aufgebrochen. Plötzlich stand er in der Tür. Da habe ich natürlich ein schlechtes Gefühl gehabt, habe meine Sachen, soweit ich sie greifen konnte, gepackt und bin raus aus der Wohnung. Herr Stör, woher kennen Sie den Angeklagten? Ihn kenne ich aus dem Bekanntenkreis. Da hat man mir mal empfohlen, dass in dieser besagten Wohnung ein neues Etablissement aufgemacht hat. Und er stellte sich vor, er sagte, er hat einen Schlüssel, er kann mir also die Wohnung aufsperren. Er ist der Hausmeister. Und ja, er sagte, er hat da jederzeit Möglichkeit, eben halt auch mal, ob ich nicht Interesse hätte, eine neue kennenzulernen. Und naja, eigentlich, sag ich mal, war ich ja mit der Tatjana recht zufrieden. Aber naja, er macht dann so den Eindruck, als ob er sagte, probiert mal mit einer anderen. Und naja.
noch Fragen an den Zeugen. Du wusstest doch, was da abläuft. Ich bitte dich. Herr Verteidiger. Ja, wie sind Sie in die Wohnung reingekommen? Ja, er hat sie mir aufgesperrt. Er hat sie ihn aufgesperrt. Er hat sie mir aufgesperrt, ja. Gut, habe ich keine Fragen. Sonst keine weiteren Fragen. Die Frau Masunow als nächstes. Der Zeuge bleibt nämlich an wegen Verzicht. Zeugin Masunow, bitte. Bereit, wenn Sie bitte auch noch da hinten Platz nehmen. Frau Masunow, wenn Sie bitte hier vorne auch Platz nehmen. Sie sollen ja als Zeugin aussagen. Ich belehre Sie, als Zeugin muss man die Wahrheit sagen. Sie könnten auch vereidigt werden. Sie muss sich allerdings auch belehren. Sie brauchen nicht Antwort geben auf Fragen, wenn Sie sich selbst einer Straftat bezichtigen müssten. Verstanden? Ja. Ja. Ihr Personalien zunächst. Sie heißen Tatjana Masunow. Sie sind 20 Jahre alt. Richtig. Sie sind geboren in Smolensk, in Russland. Sie leben jetzt in Berlin. Ja? Und russische Staatsbürger. Eine Prostituierte. Das hätte ich Sie als nächstes gefragt. Und mit dem Angeklagten sind Sie nicht verwandt oder verschwägert? Nein. Ja. Wussten Sie, dass Sie diese Wohnung der Frau Strauf unberechtigterweise benutzt haben? Ich habe mir zumindest gedacht, ich müsste die ganze Zeit das Ganze sehr aufräumen, sehr acht geben, dass nirgends bleibt irgendwas liegen. Und wer hat zu Ihnen gesagt, dass alles penibel aufgeräumt werden muss? Na, Ecke! Gebe ich ja zu, klar? Herr Wolf hat also Herr Wolf. Gesagt, ja. Woher kennen Sie denn das aufräumen? Herr Wolf? Herr Wolf. Ja, aber das ist doch so, nein, ich will nicht, dass da ein Bruderladen entsteht, wenn Sie wiederkommen. Wir sind nicht im Bundestag hier. Ja? Das ist ja fürchterlich. Woher kennen Sie denn den Herrn Wolf? Der war eine von meinen Kunden, als ich kurz auf dem Straßenstrich stand. Mhm. Ja, und dann habe ich ihr geholfen. Und wie kam es dann dazu, dass Sie die Wohnung benutzt haben? Der hat mir gesagt, dass es wäre eine Wohnung frei über seine Wohnung. Und, ja, richtig. Die Summe wäre ziemlich klein, also für mein Geldbeutel wäre das eigentlich. Wie viel mussten Sie an Herrn Wolf zahlen? 25 Euro. Pro? Pro Tag. Pro Tag. Kennen Sie den Herrn Stör auch? Ja, der war auch einer von meinen Kunden. Der wollte immer harte Tour. Aber für sowas bin ich nicht zuständig. Ich mag das einfach nicht. Mhm. Naja, von der anderen Seite sind Minuten da, um die freien Herren die Sache zu erfüllen. Jetzt haben Sie es ja auch gehört, da steht auf die harte Nummer hier. Und deswegen hat die auch geschrien. Ist doch alles ganz klar. Herr ist doch Wolf, ich glaube fast, Sie stehen auch auf eine harte Nummer. Ich stehe überhaupt nicht auf eine harte Nummer. Hier ich habe mich hier zu verteidigen. Nummer. Entschuldigung, Herr Verteidiger, aber ich will Sie mal ein bisschen was fragen. 50 Euro ersatzweise 2 Tage Ordnungshaft verhängt. Ja, das ist meine Art von harte Nummer. Das ist Demokratie. Wussten Sie was von der Kamera, die da eventuell in der Wohnung versteckt war? Also mit der ja auch Fotos von Ihnen und von Freiern aufgenommen worden sind? Ja, ja, ich habe gewusst. Wo war denn diese Kamera? Sie war auf dem Regal, sie schon in Büchern. Ihre Kamera, Herr Wolf? Meine Kamera? Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wie soll ich denn mir eine Kamera leisten bei 1100 Euro? Ich bitte Sie, außerdem kann ich Kameras überhaupt nicht bedienen. Ich bin technisch völlig unbegabt. Will ich nur mal sagen hier, ja? Wissen Sie, wie Sie darauf kommen? War aber nicht vorab mit Ihnen irgendwie was besprochen, dass da eine Kamera sein sollte. Sie haben das dann halt festgestellt, oder? Ich habe dann festgestellt, dass ich gesehen habe, wie er sie austauscht. Ja. Ach, das ist doch... Wieso erzählst du das? Ich habe dir geholfen. Du bist echt eine dumme Hure. Wirklich, das ist das Allerletzte. Ich helfe dir und du reitest mich hier rein. Wolf, aber Huren, die stecken ja immer zusammen. Hier Schluss mit Beleidigungen. Noch Fragen an die Zeugin? Keine Fragen. Keine weiteren Fragen. Verzichten nämlich an 61.5 StPO. Wenn Sie bitte noch da hinten Platz nehmen würden. Noch sonstige Anträge auch nicht sehe ich, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Vor Gericht, der Verteidiger, der Angeklagte ist aufgrund der Beweisaufnahme der ihm vorgeworfenen Tat überführt. Die Falltür, die Digitalkamera, der Umstand, dass die Zeugin Masunow immer die Wohnung tipptopp aufräumen musste, die Reaktion von der Geschädigten, als der Zeuge Stör die Wohnung betrat, er hat es ja sehr glaubhaft geschildert, und nicht zuletzt der Erpresserbrief, von dem wir hier gehört haben. Ich denke, wir haben genug gehört. Nur von Ihnen leider, Herr Wolf, haben wir kein Geständnis gehört. Der Angeklagte ist schuldig des Hausfriedensbruchs und der versuchten Erpressung. Er ist nicht vorbestraft, aber besonders schwer wiegt hier die Tatsache, mit was hier gedroht worden ist. Das hätte, wenn Sie es wahrgemacht hätten, sofort die gesamte Karriere der Geschädigten gekostet. Ich beantrage, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 10 Monaten zu verurteilen. Die Strafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden. Danke, Herr Staatsanwalt. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, sehr geehrter Staatsanwalt.
Wir müssen wohl davon ausgehen, dass hier mein Mandant einen Hausfriedensbruch begangen hat. So gestaltet sich der Eindruck der Hauptverhandlung für mich. Wovon wir allerdings nicht ausgehen können, ist von der versuchten Erpressung. Es sind zwar Fotos gemacht worden, aber es liegt kein Beweis dafür auf der Hand, dass mein Mandant die Erpresserbriefe geschrieben hat, geschweige denn irgendwelche Fotos dazugeheftet hat und die Forderung mit dem Geld aufgestellt hat. Deshalb denke ich, muss mein Mandant verurteilt werden zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen, 20 Euro. Im Übrigen ist mein Mandant wegen des Vorwurfs der versuchten Erpressung freizusprechen. Ich bedanke mich. Danke, Herr Verteidiger. Sie können selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Was soll ich dazu noch sagen? Ich meine, die Kleinen trifft es immer und die Großen gehen natürlich straffrei aus. Das ist ja immer so. Kennen wir ja. Aber ich schließe mich jetzt mal dem Herrn Verteidiger hier an. Dann unterbreche ich kurz bis zur Urteilsverkündung. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Der Angeklagte Karl-Heinz Wolf ist schuldig der versuchten Erpressung in Tatmehrheit mit Hausfriedensbruch, Paragraphen 123, 253, 22, 23, 53 Strafgesetzbuch. Er wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Herr Wolf, so redegewandt, wie Sie sich heute hier versucht haben, aus der Bedrohung zu reden, wären Sie eigentlich auch für eine politische Karriere geeignet? Allerdings sind Sie hier ganz sicher keinem politischen Komplott zum Opfer gefallen. Von Ihren Talenten wusste die Politik nämlich bisher noch gar nichts. Nee, es ist vielmehr so, Sie waren in der Wohnung. Und zwar nicht als Hausmeister, sondern um die Wohnung zur Prostitution zu vermieten. Und natürlich nicht im Einverständnis mit der Frau Strauf. Sie wollten vermieten und Fotos schießen. Und das haben sowohl die Frau Strauf als auch die Frau Masonow gesagt, die sie wirklich nicht unbedingt belasten wollte hier. Und sie haben auch diesen Erpresserbrief geschickt. Natürlich könnte es so sein, dass jemand anders das gewesen ist, dass sie die Fotos zum Beispiel jemand gegeben haben, vielleicht um die Frau Strauf politisch zu kompromittieren oder um irgendetwas Ähnliches zu tun. Und dass der andere erst auf die Idee kam, dann daraus Geld zu machen. Das Ganze ist Hausfriedensbruch und versuchte Erpressung. 4 Monate für den Hausfriedensbruch, weil es schon ein ganz gewaltiger Vertrauensbruch hier ist. Und 10 Monate für die versuchte Erpressung, weil die wiederum schon ganz schön dilettantisch begonnen worden ist. Nach den Regeln der Gesamtstrafenbildung ergibt sich daraus 1 Jahr. Und wir versuchen es nochmal mit Ihnen und geben Ihnen Bewährung. Dann geht noch folgender Bewährungsbeschluss. Die Bewährungszeit dauert 3 Jahre. Der Angeklagte hat eine Geldbuße von 1.000 Euro. Sie haben natürlich nicht viel. In monatlichen Raten a 50 Euro an den Verein Hydra e.V. zu bezahlen. Das ist ein Verein, der Prostituierten wesentlich wirksamer von der Straße weg hilft, als sie das tun. Und außerdem, der Angeklagte wird angewiesen, an insgesamt 200 Stunden gemeinnützige Arbeit abzuleisten. Mit dem großen Geld ist es ja nun nichts geworden, aber so haben sie wenigstens Arbeit und sind mal von der Straße weg. Gegen das Urteil können Sie Berufung oder Revision innerhalb einer Woche einlegen. Sie können sich im Wege einer Fraktionssitzung mit Ihrem Verteidiger darüber beratschlagen. Sitzung ist geschlossen.